Und somit Heidi und meine Migos und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Und heute soll es ums Thema Nitrado gehen. Nitrado macht Auge, ja, nein, wie schaut's aus, was geht ab? Und ihr könnt mir helfen, Leute. Und zwar folgendes. Nitrado macht nicht wirklich Auge, Nitrado hat nur die Geschäftsbedingungen geändert. Sagen wir mal so, früher war das alles etwas anders und etwas, ja, soll ich sagen, unkomplizierter, weniger reguliert, sagen wir so. Es war weniger reguliert. Früher war Michael, mein Ansprechpartner, der hat für mich alles gemanagt, der hat sich da für mich stark gemacht und wir haben 7 Server auf Nitrado, die auf dem Nacken von Nitrado laufen. Das ist immer gewachsen. Und es gab genau von mir den Spendenlink. Ihr wisst, wie man auf den Server kommt, den Spendenlink anklicken, 1 Euro spenden und du bist auf meinen Servern drauf. Fertig. Jetzt aber hat sich das alles ein bisschen geändert. Jetzt ist es so, ich habe eine E-Mail bekommen und da stand rein, mein Link wird zu wenig oft geklickt. Und ich bin nur als Affiliate eingetragen. Und das geht nicht, dass ich 7 Server habe, die über Nitrado laufen und dann nicht mal Partner bin. Eigentlich bin ich Partner. Das war aber falsch eingetragen. Das war halt früher, das ist als wie früher, wenn man irgendwo einen Handwerker gebraucht hat. Das war Handschlagqualität, oder? Das war einfach so, du, mach mir das Dach, was wird das kosten ungefähr? Jo, das kostet ungefähr 10.000 Euro. Jo, passt, mach das. A Call kommt, macht dir das Dach, kassiert danach die 10.000 und das Ding war gegessen. Da brauchte man nicht viel. Heute läuft das ein bisschen anders und auch bei Nitrado läuft es anders. Was ich vorweg sagen will, Leute, kein böses Wort über Nitrado. Ich bin mit den Servern mehr wie zufrieden. Das Support ist mega. Reagiert echt wahnsinnig schnell. Kann ich echt nichts sagen. Und auch wegen der Serververlängerung, ihr schreibt das rein, bam, am nächsten Tag spätestens sind die Server alle verlängert und es passt. Aber jetzt kommt die Änderung. Da brauche ich euch dazu. Es gibt einen Affiliate-Link. Der lautet nitrado.do/dersari. Wenn du dir einen Server zulegen willst, bitte über diesen Link. Weil der Link muss oft geklickt werden. Über den Link sollten Server gekauft werden, gemietet werden. Dann wächst, wie gesagt, mein Ansehen bei Nitrado. Es geht mir nicht darum, dass ich da gewisse Prozente kriege als Partner für den für die Vermietung von Nitrado. Ich bin 100% transparent zu euch, Leute. Ich sage euch nicht, wie viel Prozent das sind, weil da steht mir nicht zu. Das ist Sache von Nitrado. Ich bin aber so 100% transparent mit euch und sage euch das, wenn ich von Nitrado Geld bekomme, stecke ich das als Serverguthaben in die Server rein. Weil wir werden jetzt aufs Guthaben zugreifen müssen, weil wir dann nicht mehr so viel Server haben. Aber wie bekommt man viele Server von Nitrado? Wenn man Partner in der Stufe 2 ist. Bedeutet, wenn einige Leute sich einen Server mieten und das über deinen Link, dann bekommst du Partnerschaft Level 2. Also, es gibt Level 1 bis 3, aber Stufe 3, glaube ich, ist so ein Ding. Weiß ich nicht, ne? Jetzt ist gerade die Frage, ich bin Partner Level 1 oder steige ich auf Level 2? Partner Level 1 bedeutet, ich habe 2 Server zur Verfügung mit maximal 50 Slots. Also pro Server 25 Slots. Da ich jetzt aber 7 Server habe, mit, ihr könnt es schauen, 24 Slots, 24 Slots, 16 Slots, 16 Slots, 16 Slots, 20 Slots und 32 Slots, ist das natürlich für Nitrado jetzt gerade ein bisschen ein Problem. Die laufen noch 55 Tage. Damals kein Problem. Das läuft noch. Und die alten ARC-Server, ja, spielt da noch jemand drauf? Eher wenig. Ihr könnt mir vorstellen, wir machen eine Discord-Umfrage und friemeln das alles zusammen in einen Server. Dass wir echt sagen, jo, ARK alt ist ein Server, bitte transferiert all eure Tiere dahin, machen wir uns aus, welche Map und die bleibt dann ARK alt. Und der zweite Server ist ARK neu. Da ist ja gut was los, der läuft einmal frei, können wir machen. Und wenn wir dann einen weiteren Server dazu mieten, wir haben aktuell 319 Euro Serverguthaben. Großteil kommt von Mario, der hat eine 100 Euro Serverspende gegeben und einmal der Sebi mit 125 Euro. Also die zwei haben jetzt das Serverguthaben gut hochgepusht und auch die ganzen neuen Leute, die dazugekommen sind wegen Alcasa, haben da einiges gegeben, dass sie Mitspieler sein können und das passt ja auch. Wir können ja dann auch ohne weiteres einen Server dazu mieten. Wir haben Guthaben. Leute,
Seid uns so, Level 1 Partnerschaft bedeutet maximal 50 Slots, die auf bis zu 2 Server verteilt werden können. Level 2 Partnerschaft wären maximal 500 Slots, die bis auf 5 Server verteilt werden können. Cool wäre, wenn man irgendwie erreichen würde, dass man Level 2 Partner wird. Weil 2 Server ist ein bisschen wenig. 2 Server ist ein bisschen wenig. Gerade wenn jetzt die von Arcasa die nächsten Maps ankommen, dann wollen wir die schon auch irgendwo dabei haben. Ne? Wir könnten schon das Ganze so randommäßig machen, dass wir die Maps immer wechseln und bibabo. Das geht schon. Ne? Aber planmäßig ist schon, dass wir einen schönen Server-Cluster haben. Früher hat es einfach gereicht, dass ober mir zum Beispiel Werbung Nitrado läuft. Die wechselt Nitrado Razer, ihr wisst, meine Partner. Und ja, reicht jetzt nicht mehr. Es braucht den Link. Deshalb würde ich auch bitten, wenn ihr euren Server holt, dann über meinen Link, würde mich freuen. Nicht, dass ich da eine gewisse Prozentansatz, das ist mir wurscht. Mir geht es echt um das, dass wir eine starke Partnerschaft zu Nitrado haben und dadurch viele Server zur Verfügung haben. Das geht's eigentlich. Um das geht's. Dann wär's easy. Es geht nur um das, dass wir viele Server haben, die Nitrado zahlt, dass wir alle drauf locker spielen können. Wenn ihr euch jetzt einen Server machen wollt, es ist eigentlich ganz leicht. Ihr geht über meinen Link auf Nitrado, macht Game Server, sucht euch euer Spiel aus, zum Beispiel Arc, wählt euer Produkt aus, zum Beispiel 20 Slot Server für 30 Tage, Crossplay, kostet 19,29 €, Paket auswählen und dann schreibt ihr gerade noch rein, bla bla bla, so zahle ich das und hin und her und das war's. Dann könnt ihr den Server konfigurieren. Wie man den Server einstellt, habe ich letztens ein Video gemacht und dann auch noch mit der Game Ini, ist in meinem Kanal. Und ja, ich würde mich freuen, Leute, wenn ihr über den Link einen Server holt. Ansonsten, wenn ihr keinen Server wollt, aber auf meinen Servern spielen wollt, unten ist ein Video verlinkt, wie ihr auf meinen Servern kommt. Und das wird sich halt in Zukunft ein bisschen ändern, dass nicht mehr so viele Server da sind. Es werden halt weniger. Wobei Arc Alt interessiert aktuell halt einfach niemand. Muss man so sagen. Leute, das ist aktuell Phase bei mir mit Nitrado. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Der Link ist natürlich unten nochmal eingebettet, dass ihr auch wisst, welchen Link verwenden. Und das soll es gewesen sein, Leute. Ja. Wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, schönen Abend. Nicht vergessen, es war meine Ehre. Harry, Dere. Ciao, ciao und macht's gut.